Jedenfalls, hey, wenn ihr eine Flasche Wein kauft, fördert ihr oder unterstützt ihr einen Quadratmeter Biodiversität. Also, wir haben Blumenwiesen, wir haben diese tolle Hecke. Und wenn ihr einen Karton kauft, hey, 6 Flaschen, das ist schon ein kleiner Garten. Ja. Ihr unterstützt einen kleinen 6 Garten. 6 Quadratmeter, okay. Natur pur. Also, kauft eine Flasche Wein bei uns im Shop und unterstützt die Natur. Hallo miteinander! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute muss ich noch ein bisschen etikettieren, denn das Lager ist schon wieder fast leer und ich bin gottenfroh, dass ich jetzt wieder etikettieren kann. Ja, das Lager ist schon sehr unten und dazu kommt noch, wir können bald den neuen Jahrgang abfüllen und dann geht es los. Zuerst muss ich aber noch den Schwarzen König etikettieren. Heute. Ich habe ja gesagt, wir werden ja bald die neuen Weine abfüllen und ich freue mich riesig auf diesen Moment, denn wir haben dieses Jahr einen neuen Wein. Und das ist ein Weißwein. Ich kam da mal auf die Idee und fand, komm Andi, das machen wir jetzt. Und was es genau für einen Weißwein ist und wie der heißen wird, das sagen wir euch nachher. Andi ist noch in den Reben. Er ist am Pfähle einschlagen für die Schafe. Sie werden in die Terrasse gezügelt und wird eine große Fläche. Und wir gehen dann später auch noch natürlich zu einem Künstler, einem Freund von uns. Der wird die Etikette für den Weißwein zeichnen von Hand. Und ich freue mich wahnsinnig, bin schon mega gespannt. Und wir sehen uns nachher. Das Wetter ist einfach traumhaft. Es ist hammermäßig. Die Sonne scheint. Oh, einfach, das tut so der Seele gut. Und wir haben heute eine riesen Lieferung bekommen. Andi? Hallo? Ja, es gibt Arbeit. Mit den Büschen, ja, das kannst du laut sagen. Es gibt richtig viel Arbeit hier. Wahnsinn. Ha, 600 Büsche und irgendwie 50 super schöne Rosensträucher. Hey, echt. Sieht dann natürlich besser aus, wenn alles blüht. Aber ist ein bisschen noch, jetzt heisst es, die Kisten befüllen, damit sie natürlich noch ein bisschen Feuchtigkeit haben in der Erde und so. Ja, wir müssen ein bisschen Abstand halten, sonst bist du riesig, also groß. Ja, ja, so kein gut. Problem. Und dann in einer Woche etwa, zwei werden wir etwa pflanzen. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich, ja, genau. Ja, yeah, also ich mache jetzt weiter. Mach mal weiter. Es ist trocken und hey, das darf ja nichts austrocknen. Ui, ui, ui. Ja eben, schönes Wetter hat immer Vor- und Nachteil, besonders die dünnen Wurzeln da. Die sind natürlich wahnsinnig empfindlich und da kann es oder braucht es nicht viel, dass sie dann eintrocknen und kaputt gehen. Und dornig. Hey, ich habe extra 50 Stück wunderschöne Rosen extra zubestellt und wie Birnellrose und Weinrose. Ich hoffe, die blühten mega schön und wenn es diese große Rosenbüsche gibt, oh, das wird sensationell. Es gibt so einen richtig schönen Farbtouch in der Hecke. Priskas, meinst du? Gefällt dir das? Auf jeden Fall. Ja, Rosen. Du hast jeden Tag tausende Rosen. Zwar ganz kleiner Stiel, aber frische Rosen. Und sie gehen nicht kaputt. Genau, die gehen nicht kaputt. Genau. Das stimmt. Ja.
Hey, ich bin ein... Hä? Nicht? Was ich als Mann, was mache ich nicht als Mann für dich, Fritz? Ja, ich pflanze tausende Rosen für dich. Ja, du machst das gut. Ja, danke schön. Hartriegel. Du, also hey, wow, super, hä? 600, au, geh weg. Schöne Bäume. Ach, Kaffee. Ja, ja, schöne also Bäume, Sträucher, also Büsche, also keine Bäume, ja, Büsche und Sträucher und ist auch gut natürlich für die Artenvielfalt, wir machen das ja im Höppler. Werden wir noch pflanzen, also haben wir gepflanzt, wir haben hinter dem Haus, das werden wir euch natürlich alles noch zeigen. Klar, und sicher zwischen jeder Rebreihe. Wir pflanzen ja hinten an, hinter dem Haus, die Donauriesling, jedenfalls pflanzen wir an ein Stück und zwischen den Rebstücken gibt es einfach eine Hecke. Einfach mehr Artenvielfalt, mehr Natur, unsere Offensive für die Natur. Und hey, wir haben was ganz, ganz Tolles überlegt. Und erzähl mal, Priska. Los. Eine Flasche Wein. Ihr kauft eine Flasche Aha, Wein. Aha, das! Entschuldigung, ich war nicht besonders. Du bist irgendwie ja, nice, gut. An den Rosen am Überlegen. Ja. Jedenfalls, hey, wenn ihr eine Flasche Wein kauft, fördert ihr oder unterstützt ihr einen Quadratmeter Biodiversität. Also, wir haben Blumenwiesen, wir haben diese tolle Hecke, wir haben sehr viele Sachen, die wir machen. Und jedenfalls, umgerechnet, eine Flasche Wein, ein Quadratmeter Biodiversität. Also mehr als eine gute Sache. Und wenn ihr einen Karton kauft, hey, 6 Flaschen, das ist schon ein kleiner Garten. Ja. Ihr unterstützt einen kleinen 6 Garten. 6 Quadratmeter, kommen wir. Natur pur. Natur also, pur. Kauft eine Flasche Wein bei uns im Shop und unterstützt die Natur. Ja. Gut, zum Wohl. Hast du gut gemacht. Also, so sieht das aus. Ist jetzt provisorisch mal bepflanzt. Ja, und überhaupt, eigentlich sollte ja die Sonne scheinen. Es ist eigentlich schon angenehm warm. Das heisst für uns natürlich auch für euch, es ist langsam wieder Frühlingszeit, Aperozeit, draußen sitzen, genießen und bestellt euch doch auch noch 1-2 Flaschen Weißwein, damit ihr denn besonders dann die Ostern schön draußen feiern könnt. Und da klingt ja schon wieder was. Hohoho! Der Sommer kommt, nein, Frühling kommt. Frühling, genau. Wohin willst du? Am Sonnenplatz. An den Sonnenplatz, ja. Es ist Aperozeit, das schöne Wetter kommt. Ein bisschen ja, eben, also die Sonne hat sich im Moment gerade versteckt, aber sie hat ja vorher sehr, sehr schön. Ich glaube, ihr habt den Beweis ja gesehen. Ja. So, ging, stehe hier drauf, mach dich schön da. Da. So, jetzt hält. Das ist Priskas Baby. Da. Ja, mein Baby. Und zum Wohl auch. Ja, euch. Zum Wohl. Und was das aber ist, das verraten wir euch nicht heute, sondern im nächsten Flug. Es riecht schon mal extrem gut. Schön fruchtig. Das Abfüllen steht vor der Tür. Ich bin schon wieder gespannt, wie ein Wissen, hat man Vizebogen oder so. Wie ja. Was? Ein Vizebogen, keine Ahnung. Dieses doofe Mikrofon. Also jeder, der uns ein bisschen die letzten Filme ein bisschen verfolgt hat, weiß wieso, dass wir einen Unterbruch gehabt haben. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten einen schönen Abend wünschen. Ja, genau. Also. Macht es gut und einen schönen Abend. Hat mal. Tschüss.